Der Huchen. König der Flüsse oder vom Thron gestürzter Großsalmonide. Es hat vor ein paar Tagen ein ganz interessantes Webinar gegeben von der Naturschutzakademie Steiermark. Die Vortragenden da waren der Kri Komposch und unser Huchenfranz. Und ich muss schon sagen, es war extrem interessant. Ich habe das mitgeschnitten und ich möchte es den einen oder den anderen nicht vorenthalten. Und somit werde ich da Ausschnitte online stellen. Ganz interessant zum Schluss waren diverse Fragen, die beantwortet worden sind. Zum Beispiel, welche Wertigkeit haben Fischaufstiegshilfen, was ich im Kopf habe, beziehungsweise warum fischt man auf dem Huchen, obwohl er auf der roten Liste steht. Sehr interessante Fragen, es ist zum Anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Petri Heil und Flussfrei. Huchen in Österreich, König unserer Flüsse oder vom Thron gestürzter Großsalmonide. Das ist das, worüber wir jetzt in den nächsten 3-4 Stunden mit dem Franz diskutieren werden. 3-4 Stunden ist gut, ja. Nein, das war Scherz. Wir sind in 1,5-2 Stunden sind wir fertig. So, auf das Thema kommen wir noch zu sprechen. Jetzt mal wirklich vorneweg ein ganz, ganz großer Dank an die Naturschutzakademie, die es uns ermöglicht, innerhalb von wenigen Wochen zweimal über die Fische zu sprechen, zweimal euch allen die Möglichkeit zu geben, die Fischfauna zu beleuchten, unter die Wasserfläche abzutauchen. Vor wenigen Wochen durfte ich mit dem Steve Weiss gemeinsam die Fischfauna der Steiermark vorstellen, wo wir die aktuelle Checkliste zusammenstellen. Die rote Liste von den Anwesenden ist der Clemens heute mit dabei. Das freut mich ganz besonders. Wir haben 64 Arten, die da in der Steiermark aktuell nachgewiesen sind. Darunter sind 11 Exoten. Und dieses Werk mit der steirischen Fauna, wo auch die Fische gut vertreten sind, mit Verbreitungskarten, mit Fotos, das wird mit Jahresende dann erscheinen. Wie gut geht es unseren Fischen? Und der Huchen ist also etwa so die Spitze von dem Eisberg, über den wir heute reden. Ein Blick auf die aktuelle rote Liste mit den Einstufungen, das zeigen die Farben schon, das Wohlbefinden oder Unbehagen der Fische gegenüber dem, was wir mit den Flüssen und Bächen und Stillgewässern machen. Das, was da grün eingefärbt ist, diese beiden Sektoren mit jeweils 11%, das sind der Anteil der Arten, die aktuell ungefährdet sind, beziehungsweise near threatened, das heißt in der Vorwarnstufe zu finden sind. Mit anderen Worten, gerade ein bisschen mehr als 20% ist damit ein Eitel. Das ganz richtig. Und wir verstehen dich sehr gut. Machen wir mal so weiter. Super. Dann machen wir da weiter. Super. Fein? Okay. So, das hatten wir bereits. Die Idee war, dass wir neben dem Huchen, der heute im zentralen Fokus steht, uns weitere Begleitarten anschauen. Eine davon ist die Barbe, von der Flörike schreibt, über die Nahrungsaufnahme, indem sie ganz nach Schweineart mit der rüsselförmig verlängerten Schnauze den Boden nach allerlei Genießbarem durchwühlen. Eine Art, die ebenfalls starke Bestandsrückgänge zu verzeichnen hat und deswegen da links oben die Gefährdungskategorie Vulnerable, das heißt, sie ist aktuell in der Steiermark als gefährdet eingestuft. Der Schneider, eine kleine Weißfischart mit dieser typischen schneiderartig gefärbten Seitenlinie. Eine Kleinfischart, auch diese ursprünglich häufige Art ist inzwischen near threatened, das heißt in der Vorwarnstufe zu finden. Auch Schneider finden sich immer wieder als Nahrungsbestandteile des Huchens und eine wesentliche Rolle spielt die Nase mit dieser nasenartig verlängerten Schnauze, die die Nahrungsbasis in vielen Bereichen für den Huchen dargestellt hat und die ein Wanderfisch ist und der Flöriker schreibt über ihre Wanderungen, die an die geheimnisvollen Rätsel des Vogelzuges erinnern und diesen kaum nachstehen. Und indem durch die Querbauwerke die Nasenwanderungen unterbunden wurden, ist die Nase in vielen Flussökosystemen verschwunden und damit die Nahrungsbasis für den Huchen weggebrochen. So, und jetzt haben wir was Spannendes mitgebracht. Wie groß, wie schwer wird der Huchen?
eine Frage, die viele zu uns beschäftigt, vor allem da die Fischer unter unserem Auditorium. Und wenn wir da die Größenangaben vergleichen, dann hat Wolfgang Hansig-Erlenburg in seinem Buch drinnen diesen Weltrekord Huchen von 85 mit 1,44 m ausgewiesen. Terrorfall 84 in der Fishbase, sagen die Maximalgröße liegt bei 1,50 m. Und Flörike schreibt gar von 2 Metern. Das war aber schon 1913. Die Frage ist, wie seriös sind die Angaben? Und das Gewicht, da liegt da zwischen 25, 34, 41 Kilogramm und von früheren Fängen 50 bis sogar 60 Kilogramm, die da angegeben werden. Und jetzt frage ich unseren großen Experten Franz, was sagst du? Was davon ist seriös? Was können wir da ernst nehmen und Ja, was etwas weniger? seriös würde ich die 1,44 und auch die 1,50 noch nehmen, aber 2 Meter, das ist schon von weit hergeholt, Die glaube Fisch ich. muss man es sagen, sagen wir mal, der gute Flörike. Er schreibt da wiederum in wunderbare Worte verpackt, malerische Worte. Seiner Größe entsprechend ist der Huchen ein gewaltiger Räuber, der oft wie ein Windhund hinter seiner Beute dreinjagt und sich dabei als ein sehr gewandter Schwimmer zeigt und der selbst Wasserratten und Wassergeflügel nicht verschont. Ja, das unterstreiche ich gern so. Was man vielleicht noch anhängen kann, ist, weil ja da steht, dass er schnell ist, nicht? Er macht circa 7 Meter in der Sekunde. Also da weiß man dann schon, wenn der irgendeine Beute fixiert hat, dass er die Beute auch kriegt, nicht? Chris, weiter. So, auf dieser Karte da hier sehen wir jetzt, das ist der Huchenstudie von Schmutz et al. Entnommen, den aktuellen Huchenbestand in Österreich. Was blau eingefärbt ist, das sind die ausgewachsenen Huchen, grün eingefärbt die Junghuchen. Wir sehen schon, wir haben noch schöne große blaue und grüne Punkte drinnen, aber die sind schon sehr vereinzelt, sehr verstreut und auf ganz, ganz wenige Flussabschnitte reduziert. Das ist da hier die Mur, die da herausleuchtet, heraussticht aus der Österreichkarte. Das ist ein bisschen was an der Drau und vor allem an der Gail und ein paar von den Donauzubringern mit Bilach und Co. Und an den restlichen ursprünglichen Strecken, wo der Huchen ursprünglich mal weit verbreitet war, da ist nichts bis kaum etwas mehr zu finden. Und da sind wir auch wieder bei der zentralen Botschaft. Diese wenigen großen Restpopulationen, die wir haben, die sind etwas derartig Kostbares, dass wir uns anhand der Karte gut vorstellen können, dass wir da höchste Priorität drauf legen müssen und sollen, diese Tiere, diese Populationen zu erhalten. So schaut es wieder aus, wenn wir in dieses Huchenhabitat eintauchen, wieder ein Foto von Gernot Kunz von der Mur. Was braucht der Huchen? In welchen Lebensräumen ist er? Wo steht er? Ja, der Huchen hat einen Standplatz vom Huchen, das sind halt Gumpen. Und er ist ein Wanderfisch, ständig auf der Suche nach Futterplätzen oder nach Laichplätzen. Nur wir wissen ja, ne, dass er schon eingesperrt ist. Zeit seines Lebens eigentlich, wenn man jetzt die Huchengeneration hernimmt, weil die ist ja vom Ei geschlupft, schon zwischen die Betonbauten der E-Wirtschaft, ne, der Kraftwerke, der Wasserkraftwerke. Und er trotzt eigentlich allen Widrigkeiten und versucht sie natürlich zu vermehren, was natürlich immer schwieriger wird, ist, weil wenn man da den Grund her nimmt, schaut es alles schön aus. Und für Leute, die nicht so einen Bezug haben zur Unterwasserwelt, muss man aber sagen, ne, dass der Grund ziemlich verfestigt ist und es kaum noch Laichplätze gibt. Auf das gehen wir später, kommen wir nochmal zurück. Jetzt kommen wir zum nächsten mit diesem wunderschönen Foto, auf das haben wahrscheinlich viele gewartet, ist schon die Frage, der Huchen ist ein Fisch, der fischereilich, angeltechnisch sehr, sehr interessant ist. Die Fischerei auf den Huchen, wie erfolgt die? Was gibt es da für Methoden? Hat man schon immer auf den Huchen gefischt? Der Max Scharnig von der Süddeutschen Zeitung schreibt, selten, riesig und exzentrisch. Der Huchen ist der Fisch, aus dem Anglerträume gemacht sind. Franz, ich glaube, da könntest du stunden und tagelang etwas Jawohl, erzählen, ich nehme es aber in kurz, aller ne? Kürze. Ich nehme es kurz, weil jetzt der Huchen ist ja meine Leidenschaft, meine große. Und ich kann nur sagen, wenn es um Anglerträume geht, er ist wirklich der Traum vieler Fischer. Jeder will einen Huchen fangen. Und der Huchen, der versetzt natürlich
schon einige Leuten dann dazu nicht, dass sie weiß Gott, welche Reisen in Kauf nehmen, um einen Huchen in die Hand zu holen einmal, nicht? Und dann gibt es natürlich noch sämtliche Mythen und Erzählungen rund um den großartigen Fisch. Und das ist auch gut so, weil es soll ja ein bisschen geflunkert da werden. Was natürlich dazugehört noch ist das, wenn man jetzt so einen Traumfisch hernimmt wie den Huchen, und der ist ja der Träumer, er ist ja der Traumfisch vieler Angler, jeder träumt vom Fisch. Viele sind dann natürlich enttäuscht, wenn sie keinen fangen, weil ja der Fisch der tausend Würfe ist. Aber ich kann euch eins sagen, am leichtesten fangt man einen Huchen, und jetzt hört es gut zu, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und das Richtige macht. So einfach geht's. Und da reichen ja oft nur ein, zwei Würfe dann. Und so schaut das dann aus, wenn das ganz erfolgreich war. Wenn das Ganze erfolgreich war, dann schaut es für mich so aus, dass ich den Huchen natürlich release. Und ich möchte nur ganz kurz dazu anhalten, dass es wichtig ist, dass man große Fische released, weil so gibt man der Natur wieder ein bisschen was zurück. Wenn wir jetzt alle abschlagen würden, die ja eine Größe von 1 Meter und drüber haben, nicht, dann gehen uns die Mutterfische aus. Und das ist dann im Ökosystem dann natürlich eine totale Leere, weil dann müssten ja kleine Fische den Mutterpart übernehmen, und da kommt dann eigentlich nichts Gescheites mehr raus. Es ist wichtiger, glaube ich, wenn man ein Foto macht von dem Fisch, als wie man hat ein Filet im Pfandl. Weil irgendwann, glaube ich, wenn Fische auf der roten Liste stehen, dann muss man vorsichtig sein. Wie tut man mit denen? Das muss natürlich auch jeder selbst für sich abschätzen. Was er macht, schlägt dann ab oder nimmt dann mit, nicht? Aber wenn ich euch einen Rat geben darf, ich habe so viele Erlebnisse gehabt, so schöne, wenn ich Fisch released habe, weil sie sind teilweise zu mir wieder zurückgekommen. Und ich habe es 3, 4 Mal erleben dürfen, dass sogar 2 zurückgekommen sind. Und da kriegt man eine Gänsehaut, ich sag's euch, da kriegt man eine Gänsehaut, weil da glaubt man, die Fische stehen vor dir und sagen Danke, dass du mich überleben hast lassen. Was man, glaube ich, generell sagen kann, dass die fischereilichen Regelungen, was den Huchen betrifft, inzwischen sehr, sehr streng sind. Die sind nachhaltig ausgerichtet. Mit Schonhaken, Einzelhaken wird auf den Huchen gefischt. Also die Fischerei erfolgt auf den Huchen, aber das nach der, sage ich, schonendst möglichen Art und Weise. Wir haben da den Fürst Franz Khevenhüller mit seiner Huchenstrecke. Ja, genau. Der hätte natürlich jetzt keine Chance mehr, nicht? Weil da sind die halben Huchen untermaßig, der er da entnommen hat. Aber damals war wirklich ein Fischreichtum sondergleichen, nicht? Und man kann es denen ja nicht verübeln, weil die haben ja die damals verspeist. Und es waren ja ganz viele Leute, die nicht viel Geld gehabt haben und das ja ernährt haben. Ein Fluss war ja für die Leute früher, war ja eine Nahrungsquelle. Und da hat eben der Huchen damals dazugehört, weil es einfach genügend noch gegeben hat. Jetzt schaut die Sache ja ein bisschen anders aus. Und wenn ich das rechte Büdel da hernehme, nicht, von dem Rekordhuchen, ja, das ist natürlich ein Wahnsinnshuchen, wahrscheinlich mit einer gesplissenen Rute, mit einem Bambusstecken noch gefangen worden. Aber ich weiß, weil ich habe von meinem Vater eine Metallrute übernehmen dürfen, die war eine Stahlrute, da haben sie die Ringe heraufgeschweißt gehabt. Ich weiß nicht, wie er den gefangen hat, den Weltrekordhuchen da, aber nur, ich gehe mal davon aus, dass der einen enormen Drill gehabt haben muss, weil es hat ja damals nicht das Equipment gegeben, was es jetzt gibt. Nicht? Jetzt gibt es geflochtene Schnüre, die kaum irgendwie eine Dehnung haben, und da ist es schon wesentlich einfacher, den Huchen zu haken. Der Huchen auf der rechten Seite stammt aus der oberen Drau. Danke, Wolfgang Honsig, für das Bereitstellen von dem Foto. Und da muss ich schon eines sagen, der Huchen ist aber Jahrzehnte, Jahrhunderte intensiv befischt worden. Er ist gestochen worden, mit unterschiedlichsten Methoden gefangen worden. Das hat keinen gravierenden Einfluss auf die Huchenpopulationen gehabt. Der große gravierende Einfluss ist durch andere Faktoren dann geschehen. Und auf das kommen wir jetzt dann in Kürze zu sprechen. Das Ergebnis auf jeden Fall ist, dass der Huchen, und das zeigen die aktuellen roten Listen, wir haben hier die rote Liste Kärntens, die in Steiermark, der Steiermark ist gerade in Arbeit, im Druck mehr oder weniger. Die rote Liste Österreichs zeigt das gleiche Bild. Der Huchen ist stark gefährdet. Das ist die Kategorie quer durch die Bundesländer in Österreich, Endangered. Das heißt, auch da, wo wir die schönen, tollen Restpopulationen haben,
Wir sind in einer starken Gefährdung drinnen. Das heißt, dem Huchen geht es doch hier alles andere als gut. Und das ist nun mal ein kleiner Schritt bis vom Aussterben bedroht. Das Ganze auf der EU-Ebene, wenn wir uns das Ganze anschauen, der Huchen ist eine FFH-Art im Anhang 2 und 4. Und wenn es dem Huchen gut gehen würde, wäre in der oberen Tabelle, wären diese Felder grün eingefärbt. Das, was wir da haben, ist eine rot-orange Farbe. Das heißt, der Haltungszustand des Huchens ist ungünstig schlecht, U2 durchgehend. Die Verbreitung ist schlecht, die Population ist schlecht, die Habitatqualität ist schlecht. Dem Huchen geht es mit anderen Worten dreckig, quer durch alle Gefährdungs Parameter und das sowohl in der alpinen Region als auch in der kontinentalen Region. Rechts unten das schönes Foto von Werner Köstenberger. Aber worauf ich jetzt hinaus will und was wir da herzeigen müssen, das ist eine sehr, sehr eindrucksvolle Grafik, wiederum aus der Huchenstudie von Schmutz et al. Und wir sehen den Erhaltungszustand der Fließgewässerstrecken, in der der Huchen zu finden ist. A, B, C und D. A, das ist dieser blau gefärbte Balken, das ist ein hervorragender Zustand der Huchenpopulationen. B, das sind die Gewässer mit einem guten Zustand. C, mit einem mäßigen Zustand und D, mit einem schlechten Zustand. Und das Bild sagt alles, die Grafik sagt alles. C und D überwiegen das Bild. Und das, was gut bis sehr gut ist, das in Summe sind das 5,6%. Das heißt, etwas mehr als 5% der ursprünglichen Huchenpopulation ist nur in einem halbwegs brauchbaren Zustand, wo die Art überleben kann. Der Rest ist degradiert bis zerstört. Und anhand dessen, anhand dieses Zustandes, ist es ein Wahnsinn, wenn man in diese Strecken versucht, noch irgendwo weitere Beeinträchtigungen reinzubringen, allen voran irgendwelche Kraftwerkspläne. Und diese Karte zeigt ganz klar, wo diese schönen, guten Strecken noch zu finden sind. Blau leuchtet heraus die Strecke an der oberen Mur. Und wir sehen, österreichweit zeigt sich ein rot-oranges Bild mit einem schlechten, unzureichenden bis katastrophalen Erhaltungszustand. Und diese wenigen grünen Bereiche, die kann man wirklich mit der Lupe suchen. Und diese Bereiche sind zum Teil Schutzgebiete, aber nicht allesamt. Und in diesem Bereich noch irgendwelche Planungen, Kraftwerksplanungen durchzuführen, das kann sich jeder anhand dieser Karte vorstellen. Das ist einfach der pure Wahnsinn. Wir sind damit beim Thema Gefährdung des Huchens mit einer historischen Aufnahme, einer Einleitung in der oberen Enns, kapitale Huchen bei einem Fischsterben um 1900, entstanden durch eingeleitete Schwefelsäure. Das war jetzt vor 120 Jahren. Man möchte meinen, diese Zeiten sind vorbei, wo irgendwelche scheußlichen Dinge in die Flüsse eingeleitet werden. Franz, was sagst du dazu? Nein, das sind überhaupt nicht vorbei. Und das sieht man da nicht, wenn man zum Beispiel in Graz bei uns den Grazbach hernimmt. Der fließt nach wie vor mit Fäkalien und allem möglichen Dreckszeug, also richtige Sauerei, in die Mur, in die gestaute Mur in Graz, obwohl uns der Bürgermeister, der seinige, der Nagel seinerzeit gesagt hat, wenn der ZSK kommt, das ist der zentrale Speicherkanal, der nur notwendig wurde durch den Bau des Kraftwerks und den die Öffentlichkeit bezahlt hat. Normalerweise müssten so einen Kanal ja die Kraftwerksbetreiber oder Errichter bezahlen. Das ist nicht passiert. Der Nagel hat da einen Kniefall gemacht vor den Stromerzeugern und hat das, obwohl die Stadt eh schon groß verschuldet war, der ganzen Bevölkerung umgehängt, kann man sagen. Und der Kanal hat 85 Millionen gekostet und bringt aber keine Verbesserung, weil ganz viele Einlässe oberhalb, und da gehört dazu jetzt auch der Grazbach, nach wie vor diese Drecksfracht in den Fluss bringen und der meiste Dreck kommt sowieso vom Norden runter. Also die Ausweisung seiner Zeit, wo die Bevölkerung von Graz durch den Bürgermeister blendet worden ist, ist also eine total falsche und eine Investition, wo eigentlich eine Investition für nichts. So, jetzt gehen wir da rein auf die Gefährdungsursachen für den Huchen durch. Und wir sind beim heiß diskutierten Thema: Prädatoren, Fischotter.
mit einem putzigen Porträt von einem Fischotter, dem Pfotenabdruck links unten und dann den Verletzungen an Huchen und Großhuchen, die du, Franz, da hier in der Mur fotografiert hast. Ja, die Aufnahmen, sehr viele stammen von mir, aber nicht nur von mir allein. Ich bin da schon ein bisschen unterstützt worden, von anderen Anglern auch. Und auch der Clemens Radschan hat da ein ganz tolles Bild dazu gesendet. Aber was man sagen muss, ist das, wir und die Wissenschaft wissen ja nicht, warum macht er das, der Otter. Warum beißt er da die großen Fische an? Wahrscheinlich in sein dominanten Spielverhalten, das er hat. Aber nur, das ist so nicht in Ordnung, weil ja der Huchen und auch andere Futtertiere vom Otter schon auf der roten Liste stehen und sehr dezimiert sind. Und dann muss man schon sagen, warum schauen da die Behörden so lang weg und unternehmen nichts? Wenn man jetzt an den Fluss geht, so wie ich die Erfahrung gemacht habe, und man fängt 10 Fische und 8 davon sind schwer verletzt, manche sogar schwerst, man sieht ja da die Bilder. Ich meine, dann muss man sich einmal in einen Angler reinversetzen, wie es denn geht. Den geht es ja nicht gut dann dabei, wenn er zuschauen muss, wie er da dann der Otter, der eigentlich in einer Überpopulation vorhanden ist, das muss man ja auch noch anmerken, weil das kann man gar nicht oft genug sagen, unsere Fische herricht und dezimiert. Fische, die bereits auf der roten Liste stehen, wo nur mehr Restbestände da sind, er gibt ihnen dann eigentlich, wenn nichts unternommen wird, den Todesstoß. Und was macht der Otter dann, wenn es keine Fische mehr gibt? Dann muss der Otter auch verhungern. Also irgendwann müssen die Behörden einmal reagieren, anfangen und da Lösungen suchen. Ja, viel mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil das zeigen ja eh die ganzen Bilder. Ich glaube, eine ganz klare Botschaft muss sein und ist es, dass der Otter sicher keinesfalls die Hauptschuld daran hat, dass unsere Fischbestände zurückgehen. Aber wir müssen davon ausgehen, dass einfach unsere Fischbestände vielleicht irgendwo ein Zehntel, ein Fünfzehntel, ein Zwanzigstel dessen sind, was sie tatsächlich vor wenigen Jahrzehnten waren. Wir sind ganz, ganz weit davon entfernt, was vor 150 Jahren vor den Flusserbauungen da war. Da hat der Fischotter überhaupt keine Rolle gespielt. Naja, Jetzt, wo da. wir eine Biomasse von Genau. 25 Kilogramm am Hektar haben, da ist es so, dass natürlich dann die letzten Fische dann vom Fischotter irgendwo abgegriffen werden. Und wenn wir den Huchen über die Runden bringen wollen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, dann ist es ganz, ganz wichtig, große Maßnahmen zu treffen, diese Fließgewässer zu erhalten, die Fließgewässer, die verbaut sind, zu renaturieren und irgendwie schauen, dass wir ein paar von diesen Großhuchen über die Zeit bringen, über die nächsten Jahre, Jahrzehnte, bis das Gewässersystem wiederhergestellt ist. Und da ist es natürlich dann schon so, dass wir wirklich auf diese Fische, auf die einzelnen Individuen achten Ja, müssen. es ist ja nicht der Huchen allein. Nicht? Das ist ja österreichweit, ist ja der Kormoran unterwegs. Nicht? Das muss noch gesagt werden. Und es ist eine extreme Explosion bei den Gänsesägern passiert. Ein Gänsesäger zum Beispiel, weil sie ja so putzig sind, bei uns im Stadtpark werden sie in Graz gefüttert und dann zur Mur gebracht. Mit 14 Jungen, dann muss man sagen, bis der Flücke ist. Bis ein Gänsesäger Flügge, es braucht er 6000 Kleinfisch. Und das ist halt natürlich dann, wenn 14 Stück da runter begleitet werden zu unserem Fluss, natürlich eine enorme Menge, die sich kein Ökosystem, so wie die Anzölde Mur bei uns im Grazer Raum jetzt ist, mehr leisten kann. Und dann sind wir jetzt wieder bei den Behörden, die gezielt jahrelang da weggeschaut haben. Also bitte, wenn irgendwer da jetzt online ist, ne, denkt euch was dabei, wenn wir uns Sorgen machen um unsere Fisch. Weil da geht es ja auch um das ganze Ökosystem Fluss. Es kann ja nicht sein, dass man da jahrelang nur zuschaut und nichts macht. Es muss was passieren, in jeglicher Hinsicht. Und wenn jetzt die Kormorane noch dazu nimmt, die vor Jahren, das ist ja eh schon lang her, jetzt sind ja nur mehr wenig bei uns da im Murraum hernehmen. Ne? Damals haben wir ja nicht einmal gewusst, was das für ein Vogel ist, wie der gekommen ist in Scharen und auf unsere Eschenbestände eingeflogen ist und das ziemlich dezimiert. Habe jetzt vor kurzem habe ich erst mit einem Kollegen aus dem Wiener Raum gesprochen. Und zwar, da geht es um die Donau in Greifenstein, haben sie eine Zählung gemacht. Und jetzt holt es euch an. Drei Sachverständige waren dabei. 384 oder 348 haben sie gezählt, nur in Greifenstein.
Also dort sind wahrscheinlich genügend Fischbestände noch, wo er sie bedienen kann, der Kormoran. Bei uns in der Mur hat der Kormoran, der hat sich ja schon verzogen, also bis auf ein paar Stellen, wo er noch was findet, und dort sind maximal 20 oder 30 dann. Die den Restbeständen bei uns im Fließwasser dann den Rest geben. So, ich glaube, das Thema wäre es wert, da separat darüber zu diskutieren, die Genau, Entwicklung der genau. Fischbestände, gerade da in unseren Gewässern, gerade wenn es um die Fragen wie Bachforelle, Äsche und so weiter geht, wo das eine ganz zentrale Rolle spielt. Bleiben wir weiter beim Huchen, bleiben wir bei der Frage, warum ist die Fischbiomasse in den letzten Jahrzehnten so dramatisch gesunken? Und da gibt es wirklich einen Hauptfaktor, der dafür verantwortlich ist. Das Bild soll das symbolisieren. Wir haben einfach über weiteste Bereiche gestörte Flusssysteme. Das Bild sagt im Prinzip alles. Wir sind da quasi im oder am Rand vom Nationalpark Gesäuse an der Enns oben. Und da sind wir wirklich beim Hauptschuldigen. Franz, da Ja, das ist ja bitte. nur, das ist ja nur ein Teil. Nicht? Also ich möchte jetzt in Ton ein bisschen schärfer anlegen, nicht? Indem ich sage, nicht? Schaut euch das jetzt an. Ein wunderschönes Kraftwerk, oder? Produziert grünen Strom. Ich beurteile das Kraftwerk so, und ich werde es euch nachher erklären, warum das so ist. Für mich ist das, für mich sind die Kraftwerke die Krebsgeschwüre unserer Flüsse. Und das hat einen Grund, wenn ich das so sage. Weil wenn man da jetzt genau bei dem Bild hernimmt, das ist das Murkraftwerk in Bundigam, hat irrsinnig viel an der Unterwasserwelt ruiniert. Und wenn man jetzt hernimmt, da versperrt es den Fischen die Wanderung. Und die meisten Fische der Mur zum Beispiel und auch der Donau und unserer Flüsse sind Wanderfische. Ich glaube 95%, wenn nicht noch mehr, versperrt ein Kraftwerk. Ein Betonkraftwerk, man sieht ja auch Daumen, die Mauern da dann. So, was passiert da jetzt, nicht? Jetzt wird so gern argumentiert, immer mit diesen Aufstiegshilfen. Die Aufstiegshilfen, ja, alles schön und gut, sind eine gute Argumentation, aber die funktionieren nicht. 99% in ganz Österreich, in ganz Europa funktionieren nicht, weil sie zu klein dimensioniert sind. Und um auf das Thema Huchen wieder zu kommen, ein großer Huchen wird in so kleine Aufstiegshöfen, wenn sie auch einiges an Geld fressen, nicht, der wird den nie annehmen. Weil ich habe ganz viele Aufnahmen und Beweise, wo die großen Huchen dann notbedürftig vor der Aufstiegshilfe notschlagen, um dort ihre Eier loszuwerden. Einige habe ich schon gefunden, die dann an Eiverhärtung gestorben sind. So. Jetzt möchte ich aus kindlicher Sicht euch einmal erklären, weil wahrscheinlich ganz viele da dabei sind, die sich das nicht so richtig vorstellen können. So, jetzt schwimmt da zum Beispiel ein Fisch in die Aufstiegshilfe, in diesen Beton rein. Jetzt muss man sich noch vorstellen, wenn die Sonne da drauf knallt, welche Temperaturen das dorten sie ausdehnen im Wasser. Was geschieht da, nicht? Da wird einmal weniger, es ist. Da wird einmal weniger Sauerstoff sein. So, also schwimmen nur einmal bestimmte Orten rein. Der Huchen, der Große, sowieso nicht. Das haben wir ja schon festgehalten. So. Und soll es jetzt aber wirklich ein Huchen hochschaffen, wenn er jetzt oben ist, was erwartet ihm da oben? Da oben in einer Staukette, was erwartet ihm dort? Wo alles verträgt ist, verschlaumt ist, weil darum muss man ja dann mit von Zeit zu Zeit diese Stauräume auch wieder spülen, weil durch die Fließverlangsamungen im Fluss, nicht, legen sie die Sedimente ab, die verkleben sie dort derartig und der ganze Wasserraum wird kleiner und sie brauchen ja jeden Liter Wasser für die Stromerzeugung. Jetzt müssen sie von Zeit zu Zeit spülen. So, und dann haben wir ein ökologisches Desaster sondergleichen, weil unter dieser Schlamm- und Drecksflut wird sämtliches Leben im Fluss zerstört und ruiniert. Also die Fische unterhalb, direkt unterhalb der Staumauer, sind durch diesen Cocktail, der da angerührt wird und dem Sauerstoffentzug sofort tot. Und dann in weiterer Folge geht diese Schlammlawine, und jetzt halt's euch an, von einem Kraftwerk zum anderen und deckt alles zu. Die ganze Bodenstrukturierung, wo ganz Lebewesen drinnen sind und auch kleine Fische am Anfang ihren Lebensraum haben, wird zudeckt und ruiniert.
Das ist jetzt die eine Geschichte mit der Stauraumspülung. So, jetzt kommt die andere. Jetzt schafft es wirklich ein Fisch da hoch. Er hat keinen Lebensraum dort. Wer findet ja auch dorten keine Laichplätze mehr? Ganz kurz, was sind Laichplätze? Das Laichplätze sind dynamisch umgelagerte Schotterbänke mit einem Hohlraumsystem, die nicht versandet sind, nicht verschlammt sind, die man in einem Stauraum einfach nicht findet. Ja, genau. Und in einem Stauraum, das ist für mich weder ein See noch ein Fluss, das ist eine Kloake und das kann man so bezeichnen. Das ist eine Unterwasserwüste, eine Dreckskloake. So, und jetzt ist der Fisch oben, jetzt muss man sich natürlich noch eine Frage stellen, wie kommt der Fisch retour? Und retour gibt es nur einen Weg, weil ein Fisch, ein Fließwasserfisch, folgt immer der stärksten Strömung und es gibt nur einen Weg und der führt Durch durch die die Turbine. Turbine. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, wo ich sagen muss, es kann nicht sein, dass ständig von grünem Strom gesprochen wird, wenn die Turbinen so viele Fische verschlingen, zermahlen, ruinieren. Und es gibt da eine Mortalitätsrate mit dem Faktor 25. Das heißt, bei jedem Kraftwerk werden 25%, und das ist nur ein Minimalwert, weil das können 75 auch sein, bei jedem Kraftwerk werden 25% der Fische, der abwärts wandernden, verletzt oder getötet. Was sagt uns das jetzt? Wenn ich das jetzt aufrechne auf vier Kraftwerke, dann habe ich nach dem vierten Kraftwerk keinen ganzen und keinen lebendigen Fisch mehr. Ist er statistisch gesehen, ist er tot, dort Genau, weg, ja, und sein. jetzt sind wir genau bei dem Punkt, warum haben wir einen Artenrückgang? Warum haben wir einen Bestandsrückgang? Wer ist verantwortlich für das Ganze? Die Wasserkraftwerke sind verantwortlich. Und die Mur bei uns allein, die steirische Mur, wo wir jetzt um die letzten freien Lebensräume dieser, wir haben sie gesehen, großartigen Fische kämpfen, soll noch weiter verbaut werden. Wir haben schon 33 Kraftwerke mit dem jetzt in Gradkorn. Das ist im Bau. So, bleiben wir ganz kurz bei den Turbinen. Wir haben jetzt lang genug eingeblendet, was sind Turbinenfische? Genau. Eine große Frage, jetzt kommt das Rätsel Lösung. Genau. Das ist kein schönes Bild, das können wir gleich sagen, aber wir Okay. zeigen trotzdem die Auflösung her. Kurz zeigen wir es her, nicht? Und du Das, hast das ja. fotografiert. Es sind Turbinenfische. Man sieht, dass die zerhakt wurden. Da, ganz genau. Und was man da rechts sieht, da habe ich mich zuerst am Anfang, wie ich die Fotos gemacht habe, selbst nicht auskennt, weil ich mir zuerst gedacht, das sind Präservative, die da herumschwimmen, bündelweiß. Aber das sind Schwimmblasen. Das sind Schwimmblasen von Fischen nach Stauraumspülungen. Also alles andere an Fischfleisch und Gräten hat es zerrissen bei Stauraumspülungen und die Dinge sind dann auch gelandet im Kehrwasser und man sieht es eh nicht. Und wenn man natürlich solche Bilder hat und dann zuordnen kann, nicht, dann steigt es dann natürlich Hass auf. Vor allem steigt es dann Hass auf, wenn das Ganze immer wieder schön geredet wird mit der Wasserkraft. Und das ist der größte Fehler bei uns. Wir haben nicht die Möglichkeiten, dass man da in Hochglanzpapiere weiß Gott welche Informationen an die Bevölkerung bringen. Darum sage ich es euch heute jetzt da. Wir haben an unserer Mur enorm tolle freie Fließstrecken da. Und um die geht's, genau um die geht's. Wir dürfen uns die nicht auch noch nehmen lassen. Die rauben uns die. Die haben nie genug. Die sind wie Vampire. Die hören nie auf, die Natur zu schädigen und alles zu ruinieren, nur für Profit, für Aktionäre, für Banken und andere. So, und dafür haben wir jetzt einen Beweis mitgebracht, dafür, dass es wirklich dieses nie genug gibt. Das zeigt dann die nächste Grafik, glaube ich, ganz, ganz schön. Da braucht man gar nicht viel dazu sagen. Das Ja, ist. das ist natürlich ein Bild, nicht? Wenn man da jetzt Österreich hernimmt, sieht man die roten Punkte, das sind alles Kraftwerke. Und jetzt muss man sich das einmal vorstellen. Ganz Österreich blutet, unsere Flüsse bluten bereits. Und die rennen vom grünen Strom. Das ist kein grüner Strom für mich, das ist Blutstrom, was wir erzeugen. Und noch immer ist nicht genug. 85% unserer Fließgewässer in Österreich sind verbaut. Und jetzt haben sie die Genehmigung erteilt, damit politische Konstellationen
Österreich führen dürfen im Ministerium für den hundertprozentigen Ausbau, ist da dann zugestimmt werden, dass noch immer 5 Terawatt aus der Wasserkraft zum Ausholen wären. Also bitte, wenn wir da jetzt dann auch noch ausholen und hunderte Kraftwerke da zu diesem Blutbild dazu rechnen, dann bleibt von unseren Flüssen wirklich nichts mehr über. Und ich muss euch ehrlich sagen, das regt mich derart auf. Man merkt es nicht, ja. Und das ist auch gut, wenn man das merkt. Ne? Das sollt ihr auch mitkriegen. Wir sagen euch ja nicht umsonst Dinge. Wir sind ja keine Märchenerzähler. Wir haben ja Fakten. Wir haben Fakten für die ganzen Geschichten und für die Schädigungen an der Natur und an unseren Flüssen. Und wir sind gerne bereit, dass wir die Fakten verteilen. Helft uns dabei und erzählt das weiter alles. Weil dann können wir vielleicht das ein oder andere Kraftwerk verhindern, was so lebenswichtig ist für weitere Generationen. Weil das kann ja nicht sein, dass jetzt die Lage mit dem Stromhunger derart ausgenutzt wird und unsere Flüsse einen hundertprozentigen Totalschonzug, dass ein hundertprozentiger Totalschon zugefügt wird unseren Flüssen, nur weil ein paar den Profit sehen. Wir brauchen den Strom nicht, wir haben genügend Strom. Das ist ja das Zweite, was uns immer ständig Angst machen. Wir haben genügend Strom, es geht nur ums Geschäft, es geht nur um Profit und es geht um Fördermitteln. Und würde es keine Fördermittel geben, das haben sogar Leute von den Betreibern gesagt, würde es keine weiteren Kraftwerke geben. Also Appell auch an die Politik, nicht? Hört auf, solche negativen, ökologisch zerstörerischen Dinge zu fördern und zu unterstützen. Als Ich fünf, fürchte, dass wir von der du, Politik heute niemanden dabei haben. Das ist wirklich der Appell, aber den wir vielleicht steckt es weitertragen der eine müssen. oder der Denn, andere der Politik, nicht? Weil heute hat er ja viel mitgekriegt da mit dem ja. Ganzen, nicht? Und das wäre wichtig, nicht? Wir wollen ja irgendwas auslösen damit, damit wir für weitere Generationen was erhalten. Es nutzt ja nichts, wenn wir jetzt prahlen mit den letzten großen, schönen Huchen, aber in den nächsten Jahren wird alles wieder verbaut und alles wird ruiniert. Ganz wichtig bei uns ist das Stück in Stübingen. Darauf das kommen wir zu sprechen. Was hast du angesprochen, also wenn man die Karte anschaut, die Frage, das hast du schon gesagt, die sich die Politiker gefallen lassen müssen und auch die Energiewirtschaft, die wir Ökologen, Naturfreunde stellen, wann ist es genug? Und das hört man nie. Es gibt immer diese Salamitaktik, ein Kraftwerk und noch ein Kraftwerk und immer nur die Planung von einem zum nächsten, nie eine Gesamtplanung. Wie viel wollen wir, müssen wir wirklich zerstören? Und es schaut wirklich so aus, als wäre wirklich diese hundertprozentige Nutzung bis zur letzten Verbauung des letzten Baches, des letzten Flusses. Es gibt diese Grenze nicht, ist es genug. Und Genau. wenn man sich Und die Karte anschaut, dann glaube ich, hat jeder das Gefühl, dass wir schon weit über der Grenze dessen sind, was für ein Ökosystem zumutbar genau, ist. und kurz möchte ich nur anmerken, noch, nicht? Wenn der Huchen verschwindet, dann verschwinden andere Orten mit. Und das ist das Problem, weil dann ist ja die Lebensgrundlage für die anderen Orten zerstört. Also wir können nur dagegen wirken, wenn wir weitere Kraftwerke verhindern. Und es wird natürlich schon zu wenig sein. Wir müssen auch anfangen, ein bisschen wieder zu reparieren, weil der Mensch hat schon zu viel durcheinander gebracht. Und das, was wir da als 500 oder mehr als 500 rote Punkte sehen, das tut ist umso schmerzhafter, wenn wir es im Detail anschauen. Und da hast du jetzt schöne Bildlehre mitgebracht. Na, geh noch einmal kurz zurück, nicht? Wenn man die Punkte da hernimmt von Österreich, nicht? Ganz kurz nur, nicht? Das sind 6.000 Kraftwerke. Österreich ist Spitzenreiter in Europa mit der Wasserkraft. Und da rühmen sie sich noch dafür, nicht? Dass unsere Flüsse zerstückelt haben. Nicht? Ich meine, das muss man jetzt, wenn wir jetzt den grünen Strom wieder hernehmen, der für mich ja eh nicht grün ist, ich habe es ja erläutert, nicht? Bitte, ja. Und dann kann ich ja nicht mit dem Werbung machen, dass ich jetzt sage, verstehst? Ironie auf der einen Seite, die Flüsse, das ist mir völlig egal, nicht? Aber wir machen viel Geld damit, weil wir ins Ausland unseren grünen Ökostrom verkaufen. Zum Beispiel die Zahlen, nicht? Ich habe schon des Öfteren versucht nachzufragen, wie viel wird von Österreichs Kraftwerken, wie viel Strom auch für Österreich genützt? Man kriegt keine Antwort von den Energieerzeugern. Finde ich irgendwo traurig. Und jetzt schauen wir uns wirklich im Detail an, was diese hunderten, tausenden Punkte im Einzelfall bedeuten. Ich glaube, das ist umso plakativ, Ja, wenn wir uns wirklich im Einzelfall anschauen, wie so eine man sieht, Umwandlung der ja, Landschaft genau, man sieht ja jetzt da nicht ausschaut. einen enormen, tollen Bewuchs der Moor. Das ist ja das grüne Band der Moor gewesen, muss man sagen.
Weil das war ja, vielleicht lasst du mal weiterhupfen als In nächste Graz, Meldung, muss man in sagen, Graz, ja. ja. Und so schaut es natürlich nachher aus, wenn 20.000 Bäume gerodet wurden für ein Kraftwerk, was im Prinzip, wenn wir den Strom brauchen, die Mauern 3 Gar Wasser führt, weil wir haben es da gehabt, dass wir im Winter gerade dann, wenn wir extrem viel Strom brauchen, nicht einmal 50 Kubik haben, die da durchgerunnen sind, sind wir bei den Zahlen. Ich will zwar wirtschaftlich da jetzt nichts bringen, weil wir ja auf der ökologischen Geschichte sind, aber sagen muss ich es euch trotzdem. Die Zahlen, was ständig auf den Tafeln stehen für neue Kraftwerke, stimmen nicht. Da haben sie angepriesen beim Bundekammer Kraftwerk Strom für 20.000 Haushalte. In Gradkorn zum Beispiel bei der Baustelle sind es nur mehr 15.000. Im oberen Murtal steht 18.000, obwohl dort der Fluss viel weniger Wasser hat. Also sie schmettern uns schon an und sie führen uns schon in hinters Licht, gell? Ja, und jetzt schauen wir es uns an. Das sind Strecken, wo der Huchen laichen kann, Genau, mit genau. dem grünen Band links und rechts. Und das wird dann umgewandelt zu einer Genau. Flussstrecke, einem Und eingestauten Bereich, ja, der für einen und Flussen, für einen Huchen wertlos ist. vielleicht ist das noch wichtig für die Leute, die nicht so einen Einblick haben. Ne? Das hat ja eine enorme Wertigkeit, wenn ein Fluss also einen Randbewuchs hat, weil das Ufer wird dadurch ein bisschen mehr verästelt durch das Wurzelwerk. Die Fische haben ein bisschen einen Einstand, weil sie sich verstecken können, die Kleinen. So, was ist noch ganz entscheidend? Ne? Dass er so ein Raum für die Vögel zum Beispiel, die wandern, nicht? Oder die Eichkatzen oder unzählige Tiere, die ihr zu Hause habt, da an dem grünen Band, das wird, zack, wenn man das nächste Bild sieht, mit Anschlag vernichtet. Und dazu brauchen sie nicht einmal ein Jahr, weil das haben sie sofort veranstaltet gehabt, wenn die Bagger auffahren und die ganzen Bäume da wegreißen. Und dafür prallen sie dann. Da wird kein einziger Baum mehr gesetzt, weil der würde ja den Damm schädigen, aber sie prallen und machen Werbung mit Radwegen, mit asphaltierten, na, Dankeschön, im Sommer. Und im Zuge des Klimawandels, wenn man dort mit dem Radl fährt, brennt es an die Birnen auf, weil die natürlichen Sonnenschirme fallen. Und da muss man sich fragen, verstehst, haben die Leute keinen Hausverstand? Dass jetzt das so mitnehmen oder das selbst so weit denken, weil ich werde immer wieder vor die Frage gestellt, nicht? Ja, aber wir brauchen ja den Strom oder der Strom kommt aus der Steckdose, ich kann das gar nicht mehr hören. So, wir müssen ganz kurz für die Teilnehmer aus dem Rest Österreich denken, sind nicht nur Grazer dabei, die das jetzt wissen, wo Graz Okay. ist. Wir hatten jetzt wirklich, wir haben hergezeigt die Bilder von Buntigam, das heißt, Buntigam wurde vor wenigen Jahren gebaut. Aktuell ist in diesen ganz wertvollen Buchenstrecken in der Mur, im Großraum Graz, wird das Kraftwerk Radkorn gebaut. Das nächste ist bereits in Planung. Das heißt, wir haben eine ganze Kraftwerkskette, die da hier geplant ist, im Bau ist. Es gibt quasi dieses Ende, diesen Stopp nicht. Die Folgen hast du jetzt beschrieben, die sehen wir da hier mit diesen Fotos. Von diesen ganz, ganz scheußlichen Bildern gehen wir jetzt dorthin zu sagen, wir haben noch diese wirklich unglaublich wertvollen, tollen Bestände. Wir haben diese naturnahen Flussabschnitte noch, die letzten Fleckerl, das letzte Ja. Paradies. Eines dieser Paradiese in der Steiermark oben, Bereich Knittelfeld, Zeltweg, die Mur, da geht dann das Herz auf uns, Ja, wenn man da. sowas anschaut, wenn man diese Schotterbänke Man muss sieht. eins vielleicht dazu sagen, die meisten Leute wissen ja nicht einmal, wie ein natürlicher Fluss aussieht. Da habt ihr jetzt das Beispiel dafür, nicht? Von Knittelfeld da oben. Also das ist ja auch ein Teilstück nur mehr. Weil alles andere ist eh schon ruiniert auch, Das nicht? ist klar. Aber schaut euch das an. Das ist ein dynamischer Fluss. Und so soll er sein. Weil das brauchen die Lebewesen im und am Wasser. Und das ist enorm diese Wertigkeit, was solche Strecken haben. Und selbst da oben, obwohl Natura 2000 Schutzgebiet ist, wollen sie 3 Kraftwerke bauen. Und das ist wieder das, was unheimlich weh tut. Weil ich habe es eh schon gesagt, nicht? Sie hören nie auf. Der Krieg hat gesagt, eine Salamitaktik, nicht? Kann ihm nur beistimmen, nicht? Aber wir werden das verhindern. So, diese letzten Paradiese, die wir haben, diese Huchenstrecken an der Gail, ist immer noch eine wertvolle Huchenpopulation drinnen. Das ist der Bereich, die von der Esche bewirtschaftet wird, im Bereich Warmbad Villach, wo der Warmbach einmündet.
Das sind die letzten Paradiese, auch die letzten Strecken, wo der Huchen reproduzieren kann. Oder Julia, wir waren da oben in Osttirol an der Isel. Das sind einfach diese Ja, Strecken mit fantastisch. dynamisch umgelagerten Schotterbänken, dynamischer Flussverlauf. Da geht dann das Herz auf und da geht es auch unseren Eschenforellen und Huchen noch halbwegs gut. Und wir müssen etwas tun. Das Wichtigste ist genau diese Strecken zu erhalten, diese Strecken zu sichern, diese letzten Relikte Ja, vielleicht zu halt auch mal kurz bewahren. noch zurück tun. Wenn ich die Bilder jetzt sehe, ne, die was noch intakt sind, und das ist ja das Wertvolle. Wir sollten, bevor wir überhaupt drüber nachdenken, wo renaturieren wir, sollten wir einmal die ganzen Dinge da, die noch in Ordnung sind und intakt sind, einmal schützen. Und das ist der Appell wieder von der ganzen Geschichte. Das ist ja nur mehr sehr wenig da. Ja, okay, das Das sind können, 5,6% ja der Huchenstrecken, genau. die wirklich in einem guten, sehr guten Ja, Zustand sind. genau. Und wenn es jetzt wieder umlege auf die Kraftwerke, es sind 85% unserer Flüsse zerstückelt, wir haben nur mehr 15%. Und schleunigst und schnell sollten wir die unter Schutz stellen, wenn wir wirklich was erhalten wollen. Diese Flächen sind als Tabuzonen auszuweisen, Genau, was weitere negative Einflüsse, das zum hat Beispiel einen Kraftwerksbau, absoluten betreffen. Wert dann. Und da, wo schon ganz, ganz viel kaputt gemacht wurde, da wird renaturiert, da muss renaturiert werden. Eines der schönsten Beispiele ist die obere Drau auf der linken Seite bei Kleblach, wo dieser Seitenarm geschaffen wurde, wo künstlich quasi nachträglich wieder eine naturnahe Landschaft nachgebaut wird, mit einem unglaublichen Aufwand, mit Millionen, die investiert werden, und wo es trotzdem ganz, ganz schwer ist, die ursprünglichen Fischpopulationen dorthin zu bringen. Das Ganze ist dort in den letzten 20, 25 Jahren passiert, mit dann wirklich mehrere Live-Projekte, unglaublicher Aufwand. Und trotzdem ist es unglaublich schwer, die Eschen, Forellen, Huchenproduktionen dort wieder zu etablieren. Dazu möchte ich noch sagen, ne, dass ja versucht wird, an verschiedensten Flüssen den Huchen wieder anzusiedeln. Dafür werden sogar Mutterfische von unserer steirischen Mur hergenommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Donaubereich hernehme, dort sind, das hat mir der Naturschutzpräsident Johannes Gebb gesagt, über 20 Millionen für Wiederansiedelung von Huchen in die Hand genommen worden. Das muss man sich jetzt einmal vorstellen. Das ist nicht so einfach, dass man jetzt sagt, man holt da ein paar Muttertiere, straft die an, zieht da dann Fische hoch bis zu einer gewissen Größe, 20 oder 40 Zentimeter, führt die dorthin, bringt die ins Wasser. Also für alle, die das nicht so verstehen, wie wertvoll eine Population ist, die sich eigenständig selbst erhält, wie wir sie zum Beispiel in Stübingen haben, das ist der beste Beweis, wie wertvoll das ist gegenüber besetzte Huchen. So, ganz kurz nur erklärt. Ein besetzter Huchen ist einer, der in irgendeinem Becken oder in einem kleinen Teich groß wird, der wahrscheinlich ein Kreisschwimmer ist, bis er in irgendein Bottich kommt und dann zum Gewässer geführt wird. So, das Erste, wenn der mal ins Wasser kommt, der kennt sich ja nichts aus. Der ist ja nur sein Becken gewöhnt. Der braucht ja eine Eingewöhnungsphase, bis er überhaupt dort zurechtkommt, wenn er nicht eh schon von anderen gefressen wird, weil er sich nicht verstecken kann oder sonst irgendwas, weil er kein Futter findet, weil er aufs Brasteln, und das Brasteln meine ich, wenn irgendein ein Pelletsfutter reinfällt, weil es mit dem Pelletsfutter die großziehen. Nicht? Also das sind Dinge dann, wo man sich fragen muss, wenn solche Ansiedelungsprojekte nicht funktionieren, weil es spielen ja andere Faktoren dann auch noch mit, wenn man die Donau hernimmt. Ja, zum Beispiel die Temperatur. Die Temperatur ist ja dort ein entscheidender Faktor, weil der Huchen ist ja nur bis zu 25 Grad lebensfähig. Das heißt, er kann bis 25 Grad leben, aber da ist er schon ziemlich lethargisch unterwegs. Und solche Ansiedelungen sind dann absolut nicht sinnvoll, wenn das Wasser nicht die richtige Temperatur hat für diese Fische. Und es gibt bei uns in der Mur, in der Steirischen, ganz ein großes Stück, auch in der oberen Mur, was unbedingt frei fließen muss. Und das Stück natürlich da in Stübingen auch. Und darum werden wir kämpfen. So, und auf der rechten Seite sehen wir jemanden, der da mit einem Krampen in den Fluss reingräbt, in die Mur. Franz, das bist du. Was Ja, machst du genau. da? Jetzt erkenne ich mich ja erst nicht. Das bin Was ich, nicht? macht da der Ich Fleißige? suche nicht nach Gold da, falls das jemand glaubt. Ich helfe da dann den Fischen Laichplätze zu schaffen. Weil ganz einfach durch die vielen Kraftwerke
Und den ganzen Sedimenttransport, es kommt ja kein gescheites Geschiebe mehr nach, weil das hält ja die Staumauer zurück. Jetzt fehlt es natürlich einem dynamischen Fluss. So, und was passiert jetzt da, wenn nur Sedimente durchkommen und Feinstoffe, sie verkleben natürlich die ganze Bodenstrukturierung. Und das glaubt man gar nicht, wie das Verkleben, ne? Das ist nämlich wie betoniert, gell? Und dann muss man sich vorstellen, ich habe angefangen schon vor x Jahren damit, wenn ich die Huchen beobachtet habe, wie schwer sie die tun, eine Laichgrube zu schlagen. Du arbeitest mit dem Krampen rein, der hoch muss, musst du eine Flossen machen, was du da Ja, genau, mit der Arbeit das würde ich erledigst. gerade erklären. Ne? Ich reiße da zuerst einmal die großen Steine raus, die wie einbetoniert sind. Und dann siebe natürlich, wasche diese Stelle frei und schau, dass möglichst eine feine Strukturierung an Kies dann dort ist. Die großen Steine werden auf Seiten gerammt. Und ich habe es schon erlebt, dass ich ein paar Stunden später dann, wenn ich fertig war mit der Arbeit, die Huchen gekommen sind und sie dort draufgestellt haben und das Weibchen dann einen Probeschlag einmal gemacht hat und die Huchen schnell dann angenommen haben. Also das ist dann eine Geschichte, man sieht da, für Leute, die nicht wissen, was ein Laichplatz ist, diesen hellen Fleck da. Und es reicht, wenn man einen Quadratmeter oder eineinhalb Quadratmeter Lauch hat, die Fische finden das. Und die sind dann unheimlich dankbar, wenn man, ich denke mir es halt, wenn ich ihnen da helfe, nicht bei dem Ganzen. Und Ja, das sind sie mir ja. geht es auch gut dabei, wenn ich sehe, dass das annehmen, obwohl es eine Mörderhaken ist. Ich sage es euch, das ist eine Arbeit, das glaubt man gar nicht. Aber nur, ich bin glücklich nachher, weil ich weiß, dass ich für die Natur was gemacht habe. Und das zeigen auch diese Bilder da, das sind alles Laichstellen, die ich geschaffen habe. Mit Krampen, Spaten, mit billigem Zeug. Wenn man jetzt ein bisschen mehr da in die Hand nehmen würde und vielleicht ein paar Schotterfuhren noch organisieren könnte oder noch besser ein Bagger, der da das Ganze ein bisschen umdreht und frei und reinspült, dann hätte man vielleicht noch bessere Erfolge, als wie der ich da zu verzeichnen habe mit meinen Laichstellen. Aber wie gesagt, nicht? Ich bin stolz drauf, dass ich das gemacht habe über Jahrzehnte, weil ich habe sicher da der Huchenpopulation geholfen dabei. So, unser Moderator, der Jo, wird schon ganz nervös auf die Uhr blicken. Wir sind schon weit, weit drüber. Wir sind nur wirklich bei den allerletzten Folien jetzt. Die beiden Huchen, die da stehen, das wirkt wie ein Gemälde. Das tut einfach gut, den beiden da zuzuschauen, sie anzuschauen, zu sehen, dass es funktioniert, dass diese Huchen da hier ableichen, dass wir diese wirklich fantastischen, reproduzierenden Populationen, Reliktpopulationen noch haben. Du hast es mehrfach erwähnt, Probleme stehen nach wie vor der Tür. Dieser Schreiben auf der linken Seite ist unser aktueller Versuch, gemeinsam mit dem Naturschutzbund, mit der Universität Wien, mit der Universität in Graz, mit dem Steven Weiss, mit der BOKO und unser Öko-Team zu versuchen, diese letzten freien Fließstrecken zu erhalten, mit der Bitte an Brüssel, einen Antrag auf ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich einzuleiten, weil in diesen Bereichen keine Schutzgebiete ausgewiesen wurden, obwohl wir da hier absolut bedeutende, wichtige Buchenpopulationen vor uns haben. Ein paar Worte zu Ja, den Bildern bitte. nur Ja. zum Verfahren und zum Ansuchen für Schutzgebiet vielleicht noch kurz. Die Wasserrahmenrichtlinien von der EU sind im Jahr 2000 rausgekommen. Jetzt haben wir das Jahr 2023. Also unser Land, zum Beispiel, wenn ich jetzt Steiermark hernehme oder Österreich, wir hinken ja alle hinterher. Die EU fordert von der Steiermark 100.000 Hektar nach Schutzgebiete, nach, das muss man sich einmal vorstellen. Und seit 23 Jahren schaut unsere Regierung, die Behörden, die Politik weg und macht nichts. Also für mich ist das fahrlässige Arbeitsverweigerung. Das kann man so nicht machen. Und wir geben ihnen ja jetzt mit dem Ansuchen die Chance, Stübing auch unter Schutz zu setzen, zu stellen, weil das einfach wichtig ist. Und weil das vielleicht sogar der Schlüssel zum Erfolg ist, dass man da Stübing als Lebensraum, als wirklich als letztes Stück freie
frei fließende Mur im mittleren Bereich, Murbereich erhalten können. Aber nicht nur für Stübing gilt mein Appell, auch für den großen Bereich in der oberen Mur. Es darf kein Kraftwerk mehr in der Mur geben. 33 sind genug. Ganz rechts haben wir einen Junghuchen, da oben die ableitenden Huchen, und wir bleiben trotzdem jetzt ganz aktuell bei Stübing, damit wir sehen, wovon wir jetzt da sprechen. Das ist wirklich der Bereich oberhalb von Graz. Das ist ein wertvoller Huchen-Lebensraum. Das ist der Bereich, wo dann das Kraftwerk stehen soll, wo der Bereich, der eingestaut werden soll, wo der Huchen-Lebensraum vernichtet würde damit. Was fällt auf dem Foto auf, Franz? Das ist dein Naja, Bild. ganz, ganz klar fällt auf, dass das im rechten Teil, also ein weißer Fleck, und genau, ja, genau dieser Teil ist eine Huchenlaichstelle. Leider ist er jetzt nicht besetzt, aber wir sehen es dann, wenn wir weiter platteln, aber zum Naturraum da jetzt, nicht? Also es ist ja unglaublich schön da, und jetzt muss man sich das einmal vorstellen, da kann man da Trauben zum Beispiel da vom Ufer in die Mur gehen, auf die Insel gehen. Das ist ja nicht mehr möglich in unsere eingrobenen Flussstrecken im Zentrum von Graz. Und warum? Und warum ist das nicht mehr möglich? Weil sie ja das Geschiebe dort ausgraben und so grabt sich der Fluss noch tiefer ein. Und wenn ich jetzt unten weiter hernehme, die ersten Kraftwerke, dort machen sie dasselbe, denselben Fehler. Sie graben wieder das Geschiebe raus. Sie nennen das jetzt erstmalig Stauraumsäuberung. Das erste Mal, dass sie überhaupt zugeben, dass ein Dreieck entsteht im Stauraum. Und führen das wertvolle Substrat, ich sage mal, das ist das Gold der Mur, führen Zweig und zerschreddern es und verkaufen es. So, was passiert aber jetzt, wenn das wertvolle Geschiebe noch weg ist? Ah, die Auen trocknen aus, die dort sind, weil ja der Grundwasserspiegel total absinkt und die ganzen Bäume fallen dann in den Auen auch noch um. Das ist nur so eine Nebenerscheinung noch, von diesen vielen negativen Auswirkungen, die die Wasserkraft hat. Das war eines der schönsten Stichworte. Der Bereich, wenn wir auf die Schotterbank rüber marschieren, dann gehen wir durch den Auwald durch. Das ist einer der letzten schönen großen Aubestände, die wir da haben, am rechten Ufer der Mur, das wir da sehen. Das ist der breiteste, größte restliche Aubestand da hier in dem Bereich, und der wird natürlich dann auch eingestaut und vernichtet werden. So, und dieses malerische Foto, Franz, wo sind Ja, wir da? das da blutet mir sowieso das Herz, wenn ich da Das hinschaue. ist in Kleinstübing wieder oberhalb von Graz. Das ist nämlich genau diese Stelle, und wo diese angedachte Staumauer hinkommen soll für das neue Kraftwerk in Stübingen. Und wenn man das natürlich sieht, nicht, und ein Naturliebhaber ist, und ich beobachte dort seit Jahrzehnten die Huchen beim Ableichen, die Bilder da unterhalb staunen davon, dann muss man sagen, es geht dann nicht gut, wenn man nur daran denkt, nicht, was passiert da oder was kann da in Zukunft passieren. Und ja, wir werden nicht aufhören, weil man sieht ja die schönen Bilder, man sieht, was noch vorhanden ist. Und das ist wichtig, dass wir dieses vorhandene Gut, was wir da haben, und der Huchen ist ja Schutzgut, nicht? Dass wir das für weitere Generationen erhalten. So, und mit diesen bewegten Bildern nochmal, ich drücke, was ich noch Ja, sagen habe, warte, da geht ein einem das Wahnsinn, Herz nicht? über, wenn man das sieht, Das diesen sind ableitenden natürlich Huchen. Aufnahmen, Naturaufnahmen von einem faszinierenden Naturschauspiel. Ich sage immer, wenn die Mur zur Bühne wird, und genau die Zeit, wenn die Huchen laichen, ich bin schon früher unterwegs, habt ihr ja gesehen, wenn ich Laichplätze schaffe, das ist für mich die schönste Zeit. Und weil nicht einmal die Fischerei gefällt mir so, als wie wenn ich das beobachten kann, was noch vorhanden ist. Und glaubt mir, es lohnt sich dafür zu kämpfen. So, und das waren schon die schönen Schlussworte oder der Beginn einer weiteren Tätigkeit, einfach dein Leben in den Dienst des Suchens zu stellen. So kann man das, glaube ich, bezeichnen. Ja, und damit sind wir jetzt am Ende. Später war doch ein großes, großes Danke an alle Teilnehmenden, dass sie uns bis jetzt da zugehört haben, zugelauscht haben. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn wir noch ein paar Worte gemeinsam mit euch diskutieren könnten, und sind gern bereit, weitere Fragen zu beantworten. Und sage mal Dankeschön fürs Zuhören. Super, so schöne Schlussworte, lieber Kri und lieber Franz. Wirklich ein super Vortrag gewesen. Das Forum ist währenddessen schon heiß gelaufen. Es sind sehr viele
sagen wir mal, Diskussionen aufgekommen. Ich möchte jetzt gar nicht mal sagen, sehr viele Fragen. Es sind sehr viele Fragen bereits beantwortet worden. Es kamen Anschuldigungen, Gegenanschuldigungen. Also ich denke mal, es ist schon sehr viel diskutiert worden. Ich möchte trotzdem vielleicht nur auf die Fragen tatsächlich vielleicht die von eurer Seite wohl beantwortet werden können und sollten, ein bisschen eingehen. Ich möchte nicht zu so sehr in diese allgemeine Diskussion eingreifen. Das ist dann ein Thema, das werden wir dann sonst hier nicht mehr schaffen im Rahmen dieses Vortrags. Also Punkt 1, ist immer gefragt worden, wie wertvoll sind denn generell Aufstiegshilfen an den Kraftwerken? Vielleicht könnt ihr da kurz etwas sagen, gibt es da Daten dazu, Untersuchungen oder ähnliches? Wie seht ihr das? Die eine Frage ist, wie wertvoll, die andere Frage ist, ob sie funktionieren. Da hat der Franz schon alles dazu gesagt. Im Prinzip ist das eine sinnvolle Einrichtung, dass man Fischaufstiege schafft. Die Fischaufstiege, die jetzt gebaut werden, die bezeichne ich gerne als Mickey-Maus-Aufstiege, weil sie einfach viel zu klein dimensioniert sind. Die müssten fünfmal, zehnmal so groß gebaut werden, damit sie wirklich tatsächlich funktionieren. Und letztlich, das ist das, was du bereits gesagt hast, Franz. Was passiert, wenn die Aufstiege funktionieren, aber der Fisch an der Staukette drinnen landet? Ja, genau, aber ich möchte da noch was ergänzen dazu. Für mich sind diese kleindimensionierten Aufstiegshöfen Fischfallen. Mal, dass ich die gesehen habe, dort, wie sie rauskommen sind, weil sie dort einfach leichte Beute machen. Und wie gesagt, wenn die Ausweisung für den großen Fisch da ist, dass der Huchen da hochschwimmen kann, funktioniert die Geschichte überhaupt nicht. Weil der nimmt den nicht an, weil nicht genügend Laugströmung da ist, weil er schwimmt dann immer direkt den Turbinen zu, weil dort kommt am meisten Wasser raus. Sehr schön, danke. Das ist dann ebenfalls recht schnell diskutiert worden, und zwar, warum hat der Huchen denn keine ganzjährige Schonzeit aufgrund seiner Bedrohung oder seiner Bedrohtheit, besser gesagt? Das Interesse der Angler am Huchen ist groß. Wir haben es gehört, das ist ein Fisch, der attraktiv ist, der groß ist, der sehr lang wird, sehr schwer wird, der von dem her attraktiver Angelfisch ist. Er ist auf der roten Liste, er ist an der roten Liste als stark gefährdet drinnen. Das ist natürlich die grundlegende Frage. Wir haben negative Beeinträchtigungen von allen Seiten. Warum müssen wir auf den Fisch auch noch angeln? Das ist zu Recht die Fischerei auf den Huchen ist natürlich etwas, was dem Huchen per se nicht gut tut, auch wenn wir es möglichst schonend und nachhaltig machen, wenn wir die Fische zurücksetzen, wenn wir mit Schonhaken fischen, wenn wir die Schonzeiten beachten und so weiter. Das ist klar, wir wollen den Fisch nutzen, das ist generell, sage ich, im Interesse des Menschen, da hier die Arten, wenn es geht, zu nutzen. Aber der große Vorteil der Fischerei, und das ist das riesengroße Plus, ist der, dass wir oder dass die Angler eine generell extrem hohe Präsenz am Gewässer haben und diejenigen sind, die wirklich dann die Lobby für den Huchen sind. Das heißt, die aufstehen für den Huchen kämpfen und dafür sorgen, dass der Huchen nicht verschwindet. Und dafür wird er dann quasi irgendwo beangelt, schonend beangelt. Aber das ist das, was sich dann die Fischerei, die Angler irgendwo, sage ich, herausnehmen, dass sie eben dann ihrer Leidenschaft frönen, um beim Huchen zu sein, am Wasser zu sein, auf den Huchen zu angeln. Letztlich sind aber genau die Angler, die Fischer, die Vertretung für den Huchen, die Lobby, die sich genau dafür einsetzen, eben nicht, dass er irgendwo reduziert wird, sondern dafür, dass er erhalten wird. Und ich traue mich das wirklich zu sagen, auch wenn die Fischerei an sich, sage ich, wirklich leicht negativ zu sehen ist, überhaupt keine Frage, dann gäbe es ohne den Anglern oder den Fischern keine Huchen mehr und würde es auch in Zukunft wahrscheinlich mit den Huchen nicht gut ausschauen. Darf ich noch kurz was Freilich, sagen ja, dazu? sogar länger. Ich will sogar den Angler verteidigen. Der Angler ist nämlich der, der sein Gewässer hegt und pflegt und versucht, das Beste rauszuholen. Natürlich gibt es überall schwarze Schafe. Aber der Angler ist nicht der, den man da als den Bösen hinstellt und sagt, der ist irgendein anderem Tier jetzt dann den Fisch zu neidig oder sonst irgendwie den Angler einen schlechten Ruf andenkt. Der Angler ist der, der sehr viel für die Natur tut. Weil der Angler macht Eiprojekte, versucht wieder Fische anzusiedeln, macht Befischungen und Abfischungen, um Fische zu retten bei Rettungsaktionen. Und ich kann auch eins aus Sicherheit sagen und aus vollster Überzeugung, wenn es keine Angler geben würde, dann hätten wir schon lange keine Fisch mehr. Weil dann wäre das Thema Fisch da dann nicht mehr am Tisch. Sehr schöne Antwort. Vielen Dank. Dann möchten wir vielleicht diese Frage kurz ausklammern. Das machen wir später.
Da ist einmal die Frage aufgetaucht, wie sieht es denn mit Okay. dem Huchenbesatz aus? Ob das sinnvoll ist oder ob dieser Bestand nicht ohnehin durch Carry Capacity vorgegeben wäre und dadurch wird der Besatz dann sinnlos? Wie seht ihr das? Das sind jetzt alle sehr, sehr komplexe Fragen, spannende Fragen. Danke auch allen, die diese Fragen stellen. Eine ausführliche Antwort gibt es wirklich in der Huchenstudie. Wie gesagt, die wird allen zur Verfügung gestellt. Da kann man das nachlesen. Um das Ganze mit zwei Sätzen zu sagen, die Autoren der Studie kommen zu dem Schluss, dass dort in den Bereichen, wo wir vitale, reproduzierende Huchenpopulationen haben, ein Besatz negativ zu sehen ist. Das heißt, dort sollten wir die Huchen machen lassen, ihnen so helfen, wie der Franz gesagt hat. Das Substrat huchengerecht aufbereiten, die Flüsse renaturieren, aber nicht mit Besatz nachhelfen. In den Flussabschnitten, wo der Huchen historisch vorhanden war, wo er sein müsste und der Lebensraum passt, dort ist es sinnvoll, einen Initialbesatz zu machen. Und wie gesagt, die ausführliche Version dann da drin. Sehr schön, danke. Das heißt, oder Franz, seid ihr noch bereit für ein paar Fragen? Wollen wir ein Ja, bisschen in wir die sind noch Diskussion sicher noch, wenn man recht hat. Wir eintauchen? bleiben. Gut, weil jetzt gleich an diese Broschüre verwiesen worden Danke ist. für die Verlängerung. Ja, danke. Wenn der Kein Huchen eine Problem. Nachspielzeit hat, ne, das ist natürlich hervorragend. Gar kein Problem. So, gut. Da ist einmal die Frage aufgetaucht. Ich meine, wir waren schon bei diesem Thema, was die Fischtreppen oder Fischaufstiegshilfen angeht. Einmal ist die Frage gekommen, warum diese Fischaufstiegshilfen nicht sinnvoll gestaltet werden, beziehungsweise war anscheinend diese Befürchtung, dass sie nicht sinnvoll wären und ob nicht Fachleute mit ins Boot geholt werden. Vielleicht könnt ihr da kurz etwas dazu sagen, wie generell Fischaufstiegshilfen geplant werden und wie das in etwa aussieht. Na, da würde ich sagen, die Fischaufstiege sind sinnvoll gebaut. Da gibt es mehrere unterschiedliche Methoden, wie man das Ganze macht. Und die Fischaufstiege an sich, die sind nach den neuesten Erkenntnissen gebaut. Die funktionieren vom Prinzip her. Das Problem daran ist die Dimensionierung. Das heißt, jeder Liter Wasser, der den Fischaufstieg runterrinnt, der geht nicht durch die Turbine und ist damit aus Sicht der Energiewirtschaft ein verlorenes Wasser. Das heißt, das Bestreben der Energiewirtschaft ist, diesen Anteil möglichst gering zu halten. Wenn wir uns am Beispiel der Mur anschauen, dann hat die Mur so im Schnitt im Mittelwasser 100 Kubikmeter, also 100.000 Liter pro Sekunde, die da runtergehen. Und das, was, sage ich, der Ökologie, dem Fischaufstieg zur Verfügung gestellt wird, das sind dann 300, 400, 500, 600 Liter. Das heißt, es wird der Ökologie, um das so brutal zu sagen, weniger als 0,5% des Wassers zur Verfügung gestellt. Und das ist das Problem. Nicht die Bau und die Konstruktion des Fischaufstieges, sondern dass die Versuche, 99,5% aus dem Wasser, aus der Mur, aus dem Flusssystem, aus dem Allgemeingut herauszupressen und der Ökologie, sage ich mal, irgendwo 0,5, 0,4 oder 0,6% hinzuschmeißen und zu sagen, da, das sollte mit dem funktionieren. Also das ist der Punkt, warum es nicht funktioniert. Wenn ich dem Umgehungsgewässer 10, 20, 15, 30% des Wassers geben würde, dann wird das Ding gut funktionieren. Zumindest der Aufstieg. Der Fischabstieg ist wiederum ein Thema. Da gibt es eigene Tagungen dazu, da könnte man lang und breit nur über den Fischaufstieg und Abstieg diskutieren. Das Problem ist, dass wir, sage ich, als Menschen zu gierig sind und wirklich aus den Gewässern, wie auch aus den Wäldern, aus den Wiesen, aus den Böden versuchen, möglichst 100% rauszupressen. Das ist, sage ich, der Grund dieses Übels. Ja, wenn ich etwas kurz dazu sagen darf, nicht für mich sind natürlich die ganzen, ich habe es ja schon anklingen lassen, 99% funktionieren nicht. Auch für andere Fische funktionieren es nicht, für große Barben oder sonst irgendwelche Arten, die auch wandern. Aber man muss eins dazu sagen, es ist natürlich eine tolle Ausweisung für die Allgemeinheit, die sich nichts auskennt. Weil die Allgemeinheit nimmt es hin und weil das wird ja so dargestellt, nicht, dass die Kraftwerksbetreiber und die jetzt die ganze Durchgängigkeit, sagen wir mal, ermöglichen, die aber nicht wirklich funktioniert, nicht recht gut dastehen mit der ganzen Geschichte, weil sie sagen, wenn ich mit Leuten so rede, nicht, die nur das Thema so ein bisschen gestraft hat, nicht, sagen die, ja, schau, die machen ja eh alles für eure Fisch, die machen da Treppen, damit sie über die Mauer schwimmen können. Und wenn ich dann in weiterer Folge mit denen diskutiere, nicht, dann sagen sie, na boah, das habe ich alles nicht gewusst. Nicht. Und das ist das Problem. Es ist eine Alibi-Ausweisung. Und ich kann es noch einmal sagen, 99% funktionieren nicht und sie werden zur Fischfalle. Danke, Franz. Gerne.
Okay. Ich hab sie ja im Herzen. Ich wollte gerade Ja, sagen, das hat das keiner merkt einmal man. noch Das einmal. spüre ich bis hier Oh, rauf. ich hab sie ja im Herzen. Schau mal. Gut, bevor wir dann zur letzten wirklich brenzligen Frage kommen, möchte ich einer noch, die ist relativ jetzt vor kurzem erst gestellt worden. Und zwar eine Frage, ich nehme an, eines Fischers, und zwar, dass von vielen Fischern die Huchenpopulation die Schuld gegeben wird, dass immer weniger Fische vorhanden sind in den Gewässern, da der Huchen alles wegfressen würde. Was ist dem, stimmt das? Ist es Blödsinn oder? Ist einfach. Als großer Raubfisch möchte man annehmen, der Huchen frisst Ja, vielleicht den anderen Fischen die Fische weg. gebe gerne eine Antwort drauf. Das sind natürlich, die solche Dinge verbreiten, das sind natürlich selbsternannte Fischexperten, kann man sagen, Nein, die eine Lösung gefunden haben für unsere leeren Gewässer. Aber wenn man jetzt hernimmt, die ganzen Erklärungen vorher und wenn ich nur die Mortalität hernehme und die ganzen Prädatoren, dann habe ich eigentlich die Lösung, weil mit den vielen Kraftwerken und mit jedem weiteren habe ich einen Multiplikator dieser vielen negativen Auswirkungen. Und das ist das Problem, nicht der Huchen, dass er alles wegfrisst, sondern dass ja auch den anderen Fischen die ganzen Laichplätze füllen. Es fehlt einfach an Laichplätzen, an Habitaten, es fehlt an allem. Und das ist das große Problem. Und jetzt hätten wir eine letzte Frage. Kri, können wir dich dafür dann ganz kurz herbitten? Und zwar, ich denke mal, die Antwort von Franz haben wir für diese wichtige Frage, beziehungsweise um die sehr viel diskutiert worden ist, bereits gehört. Wie siehst du das als Zoologe, Kri? Braucht es Prädatorenmanagement, beziehungsweise würde sich das Ökosystem selbst ausgleichen? Wie siehst du das? Ich habe da eine klare Meinung dazu. Wie gesagt, ich möchte noch einmal jetzt nicht ausweichen, sondern wirklich darauf hinweisen, dass es ein Thema ist, das wir da im Autorenteam mit den Fischökologen Österreichs ausführlich diskutiert haben. Da waren auch Ornithologen mit dabei. Ich habe gesagt, der wesentliche Punkt ist, wir haben als Schutzgut haben wir den Fischotter als FFH-Schutzgut. Wir haben den Huchen als FFH-Schutzgut. Wir müssen schauen, dass wir beide Arten irgendwo sicher in die Zukunft bringen. Ich glaube, das ist eine Sache, die ohne jede Diskussion sein sollte. Um den Fischotter selber müssen wir uns, was die Bestandsentwicklung, keine Sorgen machen. Die Entwicklung des Huchens steht wirklich in den Sternen, wenn man das so sagen darf. Das sieht wirklich ganz, ganz schlecht aus. Wir müssen wirklich alles unternehmen, um den Huchen, sage ich, irgendwo über die nächsten Jahre, die nächsten Jahrzehnte zu bringen. Und dazu wird es notwendig sein, gewisse Strecken, die wirklich eine wertvolle Huchenpopulation zu haben, so zu sichern. Und da zählt dann auch das Prädatorenmanagement mit dazu, dass wir diese laichfähigen Tiere, diese ja, Aktie für die Zukunft dort über die Zeit bringen. Und das ist auch die einhellige Meinung, sage ich, der Fischökologenszene Österreichs. Das führt dazu, dass das Management notwendig ist. Das Management führt natürlich dann keinesfalls dazu, dass in irgendeiner Form die den Fischotter oder andere irgendwo Prädatoren gefährde. Aber eben in einigen Strecken die Erhaltung, sage ich, der gefährdeten Fischarten, ob es eine Esche oder ein Huchen ist, denen eine Chance gibt, dort zu überleben. Vielleicht ganz kurz noch was von mir. Und zwar Kurz der geht das, Fisch, oder nein, das bitte? ist wirklich kurz, nicht? Nur kurz gesprungen. Ja, wenn ich jetzt hernehme, zum Beispiel die ganzen Streicheltiere, Federwild, nicht, Pelztierchen, die haben alle ein Lobby. Weil die sind ja alle so lieb. Der Fisch, der stinkt, der Fisch, den sieht man nicht, für viele ist er überhaupt nicht sichtbar. Und es ist unheimlich schwierig, nicht, einen Lobbyismus für den Fisch aufzubauen, obwohl der einer der Arten ist, die am meisten bedrängt sind und die wirklich vom Aussterben bedroht sind. Nur das will keiner sehen, da schaut auch jeder weg. Und das ist das Problem dabei. Alle anderen Tiere haben einen ganz anderen Schutzfaktor als wie der Fisch selbst. Und da müsste man mehr ansetzen und viel mehr Aufklärung machen, weil ohne Fische und ohne intakte Flusslandschaften funktioniert unser ganzes Ökosystem nicht. Das würde alles zusammenbrechen. Da muss ich ganz kurz noch was sagen dazu. Der Schutzstatus ist dasselbe. Das heißt, der Schutzstatus des Huchens ist dasselbe wie der für den Fischotter. Der große Unterschied ist die Wahrnehmung der Ich Öffentlichkeit. sage, die Sichtbarkeit. Der Huchen schaut einfach nicht so putzig aus, sage ich, wie ein Säugetier.
Er hat nicht die Vertretung einer und die Lobby eines Vogels. Und das ist der große Unterschied. Genau. Und das ist wirklich schwierig und ich sehe, dass es schwierig ist für die Politik, sage ich, solche, sage ich mal, putzigen Tiere, die in der Öffentlichkeit einfach höher geschätzt werden als ein Fisch oder als eine Spinne, für diese Arten oder gegen diese Arten irgendetwas zu unternehmen. Und dass er gar keine Lobby hat, das darf man auch nicht sagen. Hans, du sitzt da, du brennst dafür, du stellst dein Leben in den Dienst des Huchens. Es gibt viele andere Fischer und Fischökologen, die das ebenfalls so machen. Also es ist eine gewisse Lobby da. Nur natürlich ist es, sage ich, für Säugetiere, für Vögel und vieles, vieles größer. Ja. Super. Okay, ich denke mal, mit diesen Fragen werden wir jetzt mal beenden. Wir sind jetzt doch ein bisschen im Überzug schon. Wahnsinn. Knapp eine Ja. Dreiviertelstunde. Aber Aber wirklich. wir würden gerne ein paar Fragen noch beantworten. Ja, So ist es. wollt ihr noch ein paar Fragen Eine beantworten? Ausfall haben wir ja auch Das gehabt. stimmt, einen langen Ausfall. Einen Tonausfall. Genau. Ah. Uns ist zwar der Stoff nicht ausgegangen, wir hätten noch genügend, gell? Aber nur Ja. die Technik hat halt nicht mitgespielt. Ganz richtig. Ich habe mir schon befürchtet, dass deine Hacker unterwegs sind und uns abzocken wollen. Das kann ich denken, da ist ja, weißt Das war du, wahrscheinlich ich bin ja schon sehr die Fischotterlobby hat misstrauisch. euch kurz geschalten, gell? Gell? Das hätte ich Strom abgefahren, weil es nicht mehr klar war. Ja. Also, lieber Kri, lieber Franz, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Ich hoffe, es hat den Ebenso. Teilnehmern ebenfalls gefallen. Mittlerweile wären wir schon weniger, wir sind nur bei Danke, 70. Es Jo. werden Danke trennt nochmal immer an mehr alle, aus. die mit Ja, dabei gerne. sind heute, dass sie die Zeit genommen haben. Auch da hinter uns sind die Ja, Julia und der genau. Xande mit dabei. Die sagen nochmal groß her, dass wir unterstützt haben. Sehr schön. Ja, wie gesagt, danke an alle, die dabei waren. Und wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter, bitte. Genau. Vielen Dank. Dann tschüss, Danke. schönen Abend allen noch. Tschüss. Servus, danke.